Jan Ulrich im Blitzlichtgewitter. Nichts Ungewöhnliches für ihn, aber diesen Auftritt hätte er sich lieber erspart. Mehr als ein Jahr nach seinem schweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss stand der frühere Radstar vor dem Schweizer Bezirksgericht Weinfelden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten sich schon auf eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten auf Bewährung geeinigt. Aber das lehnte das Gericht überraschend ab. Nun wird der Prozess neu verhandelt. Ich bin enttäuscht, natürlich. Ich habe heute damit gerechnet, dass das heute für mich beendet wird, dass ein Urteil gesprochen wird. Muss ich ganz klar von ausgehen. Und jetzt steht wieder in den Sternen, was passiert. Also ich meine, man lebt nicht gerne mit Ungewissen, das ist ganz klar. Also es ist jetzt schon über ein Jahr her. Ich hätte jetzt gerne ein Ergebnis gehabt. Und ich glaube, dass wir da alles für getan haben. Und ja, ich war jetzt ein bisschen überrumpelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist meine Gefühlslage jetzt einfach. Ich kann ja nur meine Gefühlslage, rechtlich kenne ich mich nicht so gut aus. Das Gericht warf der Staatsanwaltschaft Nachlässigkeit vor. So sei ein Gutachten, wonach Ulrich bei dem Unfall im Mai 2014 nur 139 Stundenkilometer bei erlaubtem 80 fuhr, nicht glaubwürdig. Andere Gutachten würden von 143 Stundenkilometer ausgehen. Zudem wurden bei Ulrich neben 1,85 Promille auch noch Spuren von Valium im Blut festgestellt. Nun droht ihm sogar eine Haftstrafe. Das macht natürlich Angst. Ich meine, wer möchte schon im Gefängnis? Ich meine, logisch. Bloß dann muss ich auch wirklich, wenn es wirklich da, meines Erachtens, ich spreche jetzt nur von meiner Gefühlslage, ist es so, dass auch die Gutachten, ich meine, die Gutachten, da geht es wirklich um wenige km/h. Ich meine, das muss letztendlich, ist das ist entscheidend, ob ich eventuell ins Gefängnis muss oder nicht. Ich meine, das ist, hier geht es wirklich um Kleinigkeiten, das muss jetzt noch aufgepuzzelt werden. Ich war der Meinung, ich habe auch da volles Vertrauen gehabt in die Staatsanwaltschaft, dass sie das alles sehr, sehr gut geprüft haben, sonst hätte die das nicht genehmigt. Jan Ulrich hat seine Schuld eingestanden. Er bereue den Unfall sehr und habe sich vorgenommen, nie mehr mit noch nur einem Tropfen Alkohol im Blut Auto zu fahren. Obwohl niemand verletzt wurde, könnte er nach Schweizer Recht aber mit bis zu 3 Jahren Haft verurteilt werden.